So, da gehen wir zumindest einmal drauf, um zu gucken, wen kommen. Voll die Achterbahn. Oh, nice. Die Candice-Minen. Die Candy-Mines. Oh, das gibt mir einfach übelst die Flashbacks an dieses furchtbare Luigi U. Also mir gab das gerade einfach nur mega Motion Sickness. Das sowieso. Also Achterbahn fahren in Videospielen, ach, geht gar nicht. Oh Mann. I do not believe this nonsense. Wendys Steinbock-Bordell. Was? Nein, Festung. Warte, da unten ist... Hier ist hundertprozentig irgendwas. Crappy Münzen, danke sehr. Ich hab so Bock auf einen Hamburger, Mann. Ich weiß nicht, ein. Ich weiß nicht warum. Ich will gar keinen haben eigentlich. Aber eigentlich doch. Macht das Sinn? Mhm. Bin so hin und her gerissen, was ich möchte. Weil ich bin auch nicht ganz sicher, ob alles mit dir okay ist. Ach Gott, ey. Sorry. Weil du keinen Döner haben wolltest vorhin. Ich finde Döner so mega overrated einfach. Die sind halt mal okay, aber die sind halt immer ein Gamble. Besonders wenn du halt von einem neuen Laden irgendwas kaufst, sind die halt entweder echt richtig gut oder einfach mega kacke und verlabrig und mega enttäuschend. Ich finde Döner sind eigentlich meistens so relativ in Ordnung. So meistens. Ne, ein Döner ist halt gut, wenn die Soße gut ist. Ich finde bei Burgern ist es halt eher risikoreich. Weil ich meine, Döner schmeckt für mich fast immer gleich. Es ist, finde ich, halt wichtig, wenn die Soße gut ist, dann ist der Döner gut. Und das ist halt so das Ausschlaggebende, eigentlich fast. Ein richtig guter Döner kann von einer Soße einfach richtig hart gerettet werden. Das ist gleich halt bei einem Burger. Wenn halt die Soße bei einem Burger gut ist, kann der Burger halt richtig gut gerettet werden. Aber ich habe so selten Bock auf Burger, muss ich gestehen. Eieiei, wie machen wir das denn? Hilf mir. Okay, halt los. Okay, halt nicht. Ich finde, ich hab dir geholfen. Kannst du immer deinen Körper benutzen? Ja, anscheinend schon. Ich finde die Kleinen so niedlich. Die sind so müll. Bei schlechter Laune. Genau wie ich. Deswegen springe ich jetzt die ganze Zeit so hin und her, wie so ein kleines Kind. Ach, kann man nicht auch auf die Steinblöcke raufspringen mit einem Dingsprung? Nein, doch. Weiß ich nicht, ob das hier geht. Ah! Ups. Irgendwas ist da unten. Ah, warte. Schaffe ich? Geschafft. Hier, es war nichts Effektives da unten und ich bin gestorben dafür. Nee, ich lebe noch! What? Saved. Oh mein Gott. I am the savior. Jetzt bin ich gestorben. Ich dachte, der muss wieder höher hüpfen. Hilfe! Whatever. Damit hat keiner gerechnet. Haben es was! Haha, okay. Das ist ja lustig. Au. Es ist halt echt gefährlich mit deinen kleinen Kerlchen, die hier so rumhüpfen. Yes! Yay! Easy! Lass dich mal laufen. Wow! Au! Nicht. Sie klang sehr begeistert auf jeden Fall. Ah! Oh Gott. Ah! Nicht. Warum wartest du denn nicht? Das ist voll schwer. Wir sind doch einfach zu ungeduldig für dieses Spiel. Ja, ich habe auch keinen Bock auf dieses Spiel mehr. Ich will einfach, keine Ahnung. Einfach... Ich will jetzt, glaube ich, nicht mehr Multiplayer spielen. Das ist so mein Hauptgrund. Also jetzt nichts gegen dich. Ja, ja. Aber es fuckt mich einfach echt richtig hart ab nach einer Zeit. Genau so eine Situation, meine ich.
Ah! Hip. Geh voran. Nimm mich einfach mit. Nein. Okay, ich bin die kleine Prinzessin. Ich muss mitgetragen werden. Danke sehr. Wow. Hey. Das findet deine kleine Prinzessin aber nicht so gut, dass du die einfach wegwirfst. Ich hab vergessen, wo wir nochmal nach oben mussten. Weiter hinten. Bei den kleinen Blöcken und bei dem unsichtbaren Loch da, genau. Deine kleine Prinzessin ist runtergefallen. RIP. Dass die nicht mehr auf einem so einen Scheißblock stehen bleiben können. Ja. Ich finde das auch so. Ich finde bei New Super Mario Bros. Sind die einfach alle so super glitschig. Alle Leute. Ja, sie steuern sich einfach echt, als ob sie Butter unter den Füßen hätten. So, ich meine, das ist zwar hier so eine Eiswelt, aber es ist trotzdem überall so. Hier habe ich vorhin auch gefallen. Geh zurück. Okay, man kann nicht auf sie raufhüpfen, wenn man sich dreht. Schön, dass wir das rausgefunden haben. Das haben wir jetzt geklärt. Jetzt haben wir jetzt alle Münzen. Und wir sind, glaube ich, kurz vorm Gegner, also von daher alles cool. Geh du bitte einfach voran. Ich flieg einfach hinterher, okay? Okay. Tada! Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Ja. Yes. Wir haben das komplett geschafft, das finde ich eigentlich ganz ziemlich gut. Hey. Bin schneller. Juhu. Guck mal, das Schiff hat Ohrringe. Sie hat einfach so Schlitten. Ich fand die Nuttenohrringe noch besser. Unterm Pfiff. Das waren keine Schlitten, das sind einfach so Schlittschuh-Dinger. Weiß nicht, was mir das bringen soll, irgendwie. Gott, ich weiß, wir werden das nicht schaffen. Das gibt's nicht. Sehr gut. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben, bevor sie anfängt, diese Eiszapfen da oben runterfallen zu lassen. Ich hätte auch so ein bisschen Sorge gehabt. Dann wäre ich garantiert gestorben einfach. Das hätte ich nicht überlebt. In keinster Weise hätte ich das geschafft. No chance einfach. Mobben wir sie einfach tot. Jetzt stürzt das Schiff ab. Nein. Es fliegt einfach nur weg, weil es sauer ist. Pika hat subscribed, vielen Dank dafür. 100 Jahres-Hub gibt einen Hype. Sehr gut. Alle Sternmünzen der Eiswürfel, Eisfälle gesammelt. Wofür das wohl gut ist. Yes. Machen wir weiter? Ich bin wach. Na gut, dann machen wir noch eine Welt. Oder wir gucken nochmal bei, wo das Bonus-Level der Wüstenwelt ist. Wir können auch noch zur Wasserwelt gehen, statt der Sumpfwelt hier. Aber erst kommt eine Cutscene, die ist ganz wichtig. Story! Ach, liebe Güte. Wie werden entführt? Er entführt uns jetzt auch einfach. Weil ich aussehe wie Prinzessin Peach. Spiel vorbei. Lass dir das eine Galeere sein. Kill me. Ja, ich bin auch dafür, dass man jetzt einfach mein Leben beendet, irgendwie. Brainwave geht hier aber ein bisschen runter, oder kann das sein? Locked 60 FPS.
Nur weil es bei Digital Foundry steht, heißt es nicht, dass es in diesem Level vielleicht anders ist. Locked Def FPS. Wollen wir da runter? Nice. Ja, nur sehr langsam. No! Wenn ich geradeaus hochspringe, geht er automatisch nach rechts rüber. Get with the times, bitch. Ja gut, wir tauschen. Du bist zum Eis und ich werde schön. War ich vorher schön? Du hast vorher wunderschön gekriegt. Ah, ich komm da nicht hoch. Ah doch, da wäre ich hochgekommen. Einen schönen Rock wie ich. Guck mal, kannst du auch unter meinen Rock schauen. Ich will gar nicht unter deinen Rock schauen. Du kommst aber nicht weg. I do not want to look under your dress. Woo, woo, woo. Bis sie Motion Sickness bekommt. Oh Gott. Ey, 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 okay, okay. Dieses Spiel ist fucking crazy. Okay, der war nicht sehr gut versteckt. Das ist generell in diesem Level nicht so sonderlich schwer, die Dinger zu finden, habe ich das Gefühl. Ist gut, ich habe keine Lust noch auf mal Autoscroller-Wiederholung. Ich mag es, dass es halt nichts bringt, die ganze Zeit permanent abzuballern. Zumindest friert, hält sie fest. Eine Sekunde. Wow, direkt der nächste Bosskampf? Das ist der Boss aus Super Mario Land für den Game Boy. Wirklich? Ah, muss ihn zurückdenken. Cool. Ich unter ihnen. Sehr schön. Mhm. Mein Pilz! Sorry, ich wollte ihn gerade einsammeln. Ups. Ah! Er ist mad. Er ist mega pissed gerade. Yes. Sehr schön. Ich stell mir vor, dass das nicht unbedingt einfach ist, mit so ganz viel Wasser irgendwie im Luftschiff zu fliegen. Hä? Wir sind einfach aus dem Level rausgesprungen. Dachte uns auch so, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich bin raus aus dem Scheiß hier. Debated. Oh!